ganz herzlich und freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. So sind wir in Gottes Namen versammelt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam haben wir uns versammelt, um Gottesdienst zu feiern. Mit all dem, was uns heute und in den letzten Tagen beschäftigt. So stehen wir vor Gott. In einem Augenblick der Stille wollen wir dieses vor Gott tragen. Wir hören gleich das Gleichnis vom Senfkorn und dem Staunen darüber, dass Kleines so groß werden kann. Im Kleinen, im Unscheinbaren liegt oft eine große Kraft. Ein Samenkorn, klein und unscheinbar, keimt, wächst, wird stark und bringt Frucht. Das erleben wir in der Natur. So ist es auch mit dem Reich Gottes, dem Himmelreich. Es ist wie ein winziges Samenkorn, das gesät wird und wachsen will. In mir, in meinem Leben, in dieser Welt. Dies geschieht nicht durch das Tun des Menschen, sondern durch das Wirken des allmächtigen Gottes. So bitten wir Gott, den Allmächtigen, um sein Erbarmen. Wollen wir Gott mit dem nächsten Lied loben. Thank you.
Lass uns uns beten. Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, du rufst uns in deine Nachfolge, damit deine Liebe in unseren Herzen einen Platz findet. Steh uns mit deiner Güte bei, damit wir denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt, für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus.
Haben Sie sich in den letzten Wochen die Natur angeschaut? Ich habe sie mir nicht nur auf diesem Bild, sondern auch bei den Wanderungen und Spaziergängen angeschaut. Dabei konnte ich entdecken, wie alles nach dem Winter grün wurde und wuchs. Die Bauern die Felder bestellten und viele Blumen in den Gärten gepflanzt wurden. Ich selbst habe keinen Garten, sondern nur einen kleinen Balkon. Doch da habe ich auch in diesem Jahr einiges gesät und angepflanzt. Blumen, Salat und auch Kräuter. Ich freue mich, wenn da alles wächst und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann etwas ernten kann. Ich kann also mit dem Mann in dem Gleichnis gut mitfühlen. Ich weiß auch nicht, warum etwas wächst und ich kann mir auch nicht erklären, warum etwas nicht wächst. Da bin ich immer wieder beeindruckt von Menschen, die sich fast ausschließlich aus dem eigenen Garten ernähren können und die für alles eine Erklärung haben. Ich bewundere Leute, die genau wissen, welche Pflanze wann und wie am besten wächst und was jedes Pflänzchen dann auch wirklich braucht. Doch wissen Sie wirklich, was die Pflanzen zum Wachsen bringt? Ich glaube, hinter all dem Wissen über die Natur gibt es noch einen Teil, der uns verborgen bleibt. Und das ist Gottes Beitrag zur Schöpfung. Gott hat all die Naturgesetze ins Rollen gebracht und hält immer noch die schützende Hand über alles. Gott ist also eine liebevolle Gärtnerin, die auch das Innerste alles Lebens kennt. Wir können darauf vertrauen, dass sie das zum Wachsen bringt, was wichtig ist. Sie ist der Ursprung alles Lebens und sie ist voller Fürsorge und Liebe. Aber sie zeigt mir auch ganz deutlich, was meine Aufgaben sind und was in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Meine Aufgabe ist es, zu säen und zu ernten. Und an mir ist es, zu warten und zu vertrauen, dass Gott dafür sorgt, dass das Lebenswichtigste wächst. Das ist eine große Entlastung für mich. Denn dieses Gleichnis spricht ja nicht von meinem Pflanzen auf dem Balkon, sondern es will erklären, wie das mit dem Reich Gottes ist. Da ist es auch die Aufgabe des Menschen, zu säen und zu ernten. Doch das Wachsenlassen liegt nicht in unserer Hand. Das finde ich auch irgendwie entlastend. Ich muss nicht dafür sorgen, dass alles wächst und gedeiht. Ich muss nur Geduld haben und vertrauen. Wobei das ehrlich gesagt manchmal schon eine große Herausforderung ist. Wie gerne würde ich bei dem einen oder anderen Projekt alles vorantreiben oder gar ziehen, um es schneller groß werden zu lassen. Aber nein, das kann ich nicht und das soll ich auch nicht. Ich darf also Samen legen, ich darf von meinem Glauben erzählen, ihn mit anderen teilen und das leben, was ich vom Evangelium verstanden habe. Und dann ist Gott am Werk. Die liebevolle Gärtnerin bringt das zum Wachsen, was sie für wichtig und richtig hält. Sie ist es, die dafür sorgt, dass das Reich Gottes größer wird und Frucht bringt. Ich kann mich dann auch mal ausruhen und ich darf darauf vertrauen, dass das wächst, was dem Reich Gottes dient. Und es ist dann nicht schön, das Reich zu ernten? Ich darf mich erfreuen an dem, was gewachsen ist. Und noch schöner ist es dann, wenn ich die Ernte mit anderen teile, wenn wir gemeinsam Gottes Früchte genießen können. Wo kann ich heute zeigen, dass Gottes Fürsorge für die Welt noch genauso groß ist wie zu Beginn der Schöpfung? Wem kann ich heute von Gottes großer Liebe erzählen? Kann ich spüren, was die Liebe Gottes schon in meinem Leben bewirkt hat? Wenn das Herz aufgeht, kann auch die Saat gedeihen,
kann Gottes Wort Wurzeln schlagen und in unserem Leben Frucht bringen. Wachstum geschieht, wir können nur den Boden dafür bereiten. Sobald die Liebe Gottes wie ein kleines Samenkorn in unserem Leben eingepflanzt ist, geschieht alles andere von selbst. Der Kern des Evangeliums heute ist: Hat dich die Botschaft von der Liebe Gottes einmal erreicht, dann sorgt Gott selbst dafür, dass sie in dir wächst. Ich werde täglich daran erinnert, wenn ich in mein Wohnzimmer gehe. Dort hängt nämlich dieses Bild. Dieses Bild habe ich vor fast 10 Jahren zu meiner Beauftragung geschenkt bekommen und seitdem begleitet es mich. Auf dem Bild ist eine große Wiese mit vielen verschiedenen Gräsern und Blumen und in der Mitte eine große rote Rose und über der Wiese eine Hand. Diese Hand ist für mich die schützende Hand Gottes, über allem als Zeichen dafür, dass Gott selbst dafür sorgt, dass sein Reich wächst. Die große rote Rose mitten auf der Wiese, ein Symbol, dass ich selbst wachse und in mir die Liebe Gottes. Sie symbolisiert für mich auch, dass ich selbst vieles sehen kann und sehen kann, wie alles wächst. Unsere Aufgabe ist es also zu säen, den Samen legen, von meinem Glauben zu erzählen und ihn mit anderen zu teilen, das Leben, was ich vom Evangelium verstanden habe. Versuchen wir also immer wieder, den Glauben zu säen. Amen. Ich glaube, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Ich glaube, dass Jesus uns die Welt als Reich Gottes erschlossen hat. Ich glaube, dass jedem Menschen die Möglichkeit offen steht, im Hier und Jetzt in das Reich Gottes einzutreten. Ich glaube wie Jesus, dass Kinder noch unverfälscht und nicht entfremdet unsere Lehrmeister für das Reich Gottes sind. Ich glaube wie Jesus, dass wir eingebunden sind in eine Welt, die uns mit allem versorgt. So muss man nicht mehr haben, als man braucht. Ich glaube, dass durch eine Lebensweise, getragen und geleitet vom Reich Gottes, die Wunden der Welt heilen können. Ich glaube, dass die Erfahrung der Welt als Reich Gottes uns selbst und allen Menschen die Fülle des Lebens eröffnet. Amen. Das Wachstum, das Reich Gottes können wir nicht bewirken. Aber Christus beruft uns dazu, den Glauben an das Himmelreich zu verkünden. Weil wir für diese Aufgabe seine Hilfe brauchen, bitten wir voll Vertrauen. Wir beten für alle, die beim Einsatz für das Reich Gottes meinen, alles selbst bewirken zu müssen. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir beten für alle, die nicht mehr säen wollen, die sagen, ihr Einsatz bringe ja doch nichts. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir beten für alle Bauern, Handwerker und Verantwortlichen in der Wirtschaft, die sich für faire und umweltfreundliche Produktionen einsetzen. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir beten für alle Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen,
für alle, die uns auf dem Weg zu dir vorangegangen sind und für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wir beten in einem Augenblick der Stille für unsere ganz persönlichen Anliegen. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Gott, unsere Kraft und unsere Hoffnung. Ohne dich vermögen wir nichts. Du lässt dein Reich mitten unter uns wachsen, wie einem Baum, in dessen Schatten viele wohnen können. Dafür danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. Amen. Können wir alle unsere Anliegen in einem Gebet zusammenfassen? Das Gebet, das Jesus uns selbst gegeben hat. So lasst uns als Kinder Gottes miteinander und füreinander beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie mögen, sind Sie eingeladen, Brot zu teilen. Das Brot als Mahlgemeinschaft. Erinnerung an die Eucharistie. Wir denken an den Frieden, an das Miteinander teilen und an die Stärkung untereinander in Gottes Reich. Wir bitten dich, Gott, um Hoffnung und Zuversicht, wenn wir deinen Samen säen in unserer Erde. Gib uns Geduld und Gelassenheit im Warten auf deine Ernte. Lass uns nicht vergessen, dass nicht unser Reich am Wachsen ist, sondern das deine. Ein Senfkorn Hoffnung gib uns, wenn wir enttäuscht und müde zweifeln an uns und an dir. Lass deine Saat auch die unsere reifen. So lasst uns beten. Gott, in dieser Feier hast du aufs Neue den Samen in uns ausgesät. Lass diesen Samen in uns keimen und wachsen. Gib uns Kraft für die kleinen Schritte im Alltag, Zuversicht, um alle Belastungen zu bestehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Guter Gott, dein Segen sei mit uns allen. Begleite uns mit deiner Freundschaft. Deine Liebe sei in uns, um uns herum, in unseren Worten und Taten. Segne uns und alle Menschen, die einen Platz in unserem Herzen haben. Segne die Natur. Segne all das, was noch wächst. Segne all das, was schon gewachsen ist. Segne all das, was gerade entsteht. Und so segne uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.